Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Buchclub-Video. Wir haben diesen Monat gelesen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich hatte es ja schon im letzten Video gesagt, ich hatte sehr viel Schiss vor diesem Buch, weil ich wusste, dass ich einige Baustellen aufzuarbeiten hatte. Aber ich kann euch entwarnen, es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Also ich bin da relativ glimpflich durchgekommen zum Glück. Und ich will auch gar nicht lange drum rumreden, wir starten direkt. Ich sage euch kurz, worum es geht in dem Buch. Dann sage ich euch, wie es aufgebaut ist und dann werden wir uns anhand meines persönlichen Falls da durcharbeiten. Ihr werdet dann merken, ich werde es euch immer wieder dazu sagen im Laufe des Videos, das Buch ist anwendbar auf die verschiedensten Sachen und ich werde immer mich als Beispiel bringen. Ich habe mich dazu entschlossen, das zu tun. Okay, also von vorne, worum geht es überhaupt in dem Buch? Wie der Titel schon vermuten lässt, ist es so eine Art Psychoanalyse. Ich weiß, Psychoanalyse ist eigentlich ein wissenschaftliches Wort und ich will das hier nicht falsch verwenden, aber im Sprachgebrauch nenne ich es jetzt einfach mal so eine Analyse der eigenen Psyche. Und ich habe wirklich, nachdem ich das Buch gelesen und auch ernsthaft durchgearbeitet habe, schon das Gefühl, dass mir das die eine oder andere Psychologiesitzung ersparen würde, hätte, könnte, hat. Ich hatte nicht vor, einen Termin mit dem Psychologen auszumachen, aber ich denke, das, was ich in den ersten Sitzungen dadurch gearbeitet hätte, so ungefähr, habe ich jetzt mit dem Buch auch alleine hinbekommen. Also von dem her schon mal 5 Sterne von mir. Ich finde wirklich, es ist ein sehr gutes Buch, auch wenn ich nicht immer ganz mit der Sprache so zurechtkomme. Sie verwendet eine sehr blumige, kindliche Sprache teilweise. Sie verwendet sehr viele Metaphern, sie redet immer vom Schattenkind und vom Sonnenkind, da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Und es ist ja sehr bildlich in der Vorstellung, man sieht sich selbst als kleines Kind und sie ruft auch oft dazu auf oder viele Übungen beinhalten, dieses kleine Kind zu trösten. Und das ist nicht so ganz die Frequenz, auf der ich sende, also ich bin da nicht so der Romantiker, das ist nicht so mein Ding. Aber selbst ohne, dass das mein Ding war und ohne, dass ich mit dieser blumigen Sprache sehr viel anfangen konnte, konnte ich doch mit dem Inhalt trotzdem sehr viel anfangen. Der Kern oder die Kernaussage des Buches ist, dass so gut wie jedes Problem, was eine Person hat, auf Glaubenssätze zurückzuführen ist, die in der Kindheit aufgebaut wurden. Was heißt das? Vielleicht erinnert ihr euch an irgendwelche Situationen in eurer Kindheit, wo es euch mal nicht so gut ging und im Idealfall die allererste negative Erinnerung, die ihr überhaupt im Kopf habt zum Beispiel. Also der allererste Gedanke daran, dass eure Eltern sich vielleicht, oder die allererste Erinnerung daran, dass eure Eltern sich gestritten haben, dass ihr geweint habt, weil euch irgendwas nicht gepasst hat oder so. Und aus diesen frühkindlichen Erinnerungen bilden sich Glaubenssätze, die einem selbst nicht wirklich bewusst sind, die aber ganz tief in einem drin schlummern. Je schlimmer in Anführungszeichen eine Kindheit war, desto stärker sind solche Glaubenssätze auch verwurzelt. Und je lockerer eure Kindheit war, desto weniger stark spielen die wahrscheinlich eine Rolle. Aber ob ihr jetzt solche Glaubenssätze in euch tragt oder nicht, das weiß man ja jetzt nicht so wirklich aus dem Stegreif. Ich meine, manche ahnen vielleicht so, oh ja, ich glaube, da schlummert einiges. Aber was genau? Dafür hat sie dann Übungen in diesem Buch entwickelt, wie ihr dem Ganzen auf den Grund gehen könnt und wie ihr euch da rantasten könnt und wie ihr diese Glaubenssätze und Probleme, die ihr habt, auch wirklich benennen könnt und beim Namen nehmen könnt. Und dazu gibt es eine Übung. Sie unterteilt die innere Psyche in 2 kleine Kinder, in das Schattenkind und das Sonnenkind. Das Schattenkind ist so ein bisschen das kleine traurige Kind in einem, was in einem schlummert und all diese Glaubenssätze immer noch glaubt und nicht erwachsen geworden ist. Und das ist der erste Schritt, sich dieses Schattenkind zu erarbeiten. Und zwar auf einem Blatt Papier, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe es in einem anderen Zimmer vergessen. Also es gibt in diesem Buch natürlich eine sehr detaillierte Anweisung dazu, wie man vorzugehen hat. Und ich habe jetzt in diesem Video nicht vor, das mit euch durchzuarbeiten. Also wenn euch das interessiert, macht es bitte selber, kauft euch das Buch und macht es gewissenhaft. Und nicht nur anhand von dem, was ich jetzt da mit euch bespreche, weil es gibt sehr, 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 sehr viele wichtige Punkte, die ich euch jetzt gerade überhaupt nicht nenne, weil die für mich persönlich nicht relevant sind, die aber vielleicht für euch relevant sind. Also ich kann euch nur empfehlen, das Buch, falls ihr es nicht schon mitgemacht habt, auch zu kaufen und es auch durchzuarbeiten. Und habt nicht so viel Angst davor. Also ich hatte sehr viel Angst davor, aber als es dann mal auf dem Papier stand, war ich irgendwie so, okay, das ist also das, was die ganze Zeit im Hinterkopf war. Und es ist eigentlich nicht so dramatisch, wie ich dachte. Weil es tatsächlich schon die Leitsätze von kleinen Kindern sind und man die relativ
easy, sagen wir mal, aufklären kann. Ich meine, easy im Vergleich zu, was ich dachte. Aber ich bin auch wahrscheinlich ein relativ milder Fall. Hund, lass es! Also ich habe das Ganze beim Camping gemacht, das heißt, ich hatte nur einen Bleistift. Und ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Also man zeichnet sich selber und dann gibt es verschiedene Schritte der Übung, wo man verschiedene Sachen dann aufschreibt. Und am Ende kommt man dann bei seinen Glaubenssätzen raus. Die entwickelt man sozusagen anhand mehrerer Schritte. Und meine Glaubenssätze setzen sich zusammen aus, sagen wir mal, Erfahrungen mit meiner Mutter und Erfahrungen mit meinem Vater. Meine Eltern sind ja getrennt gewesen. Das heißt, ich bin auch so in zwei Welten ein bisschen aufgewachsen. Das hat mich auch sehr geprägt. Und mein Glaubenssatz hat sich, oder mein stärkster Glaubenssatz hat sich aus beiden Welten zusammen entwickelt, auf verschiedene Art und Weise. Bei meiner Mutter war es so, dass ich noch einen jüngeren Bruder bekommen habe, der ein bisschen eine problematischere Frühkindheit hatte, weil es ihm gesundheitlich auch nicht so gut ging. Und deswegen war der Fokus sehr auf ihm. Und wir sind 6 Jahre auseinander, also ich war da schon ein bisschen älter und habe es halt schon mehr mitbekommen. Also da war der Fokus sehr auf meinem Bruder. Und bei meinem Vater wiederum war es so, dass ich zwar die Einzige bei ihm war, aber er hat mich immer sehr viel mitgenommen zu Erwachsenensachen. Was natürlich sehr cool ist, weil man halt sehr viel erlebt und so. Ihr müsst wissen, mein Vater war damals schon im Ruhestand und hat ist viel gereist, hat mich immer mitgenommen, was super war. Also es geht auch nicht darum, irgendwie den Eltern Vorwürfe zu machen oder so, sondern es geht einfach nur darum, die Sachen zu erkennen, die dadurch im eigenen Kopf entstanden sind. Auf jeden Fall war es bei meinem Vater so, dass ich halt immer mit dabei war, aber er ja schon aus einem bestimmten Grund irgendwo hingefahren ist oder so, um irgendwas zu tun. Zum Beispiel Ornithologie war sein Hobby, Vogelfotografie, das heißt, wir sind auch viel in so Vogelverstecken gelegen, stundenlang, um halt auf den richtigen Moment für ein Foto zu warten. Was aber halt auch für ein kleines Kind unter Umständen bedeutet, dass man jetzt mal ein paar Stunden zurückstecken muss und die Klappe halten muss und es jetzt nichts mit rumrennen und schreien oder so, sondern ruhig sein und warten. Und daraus hat sich mein Glaubenssatz entwickelt, dass ich mich erstens nicht wehren darf, dass ich die Brave sein muss und dass meine Bedürfnisse jetzt nicht an erster Stelle stehen und dass ich die jetzt auch nicht artikulieren kann, sondern dass ich zurückstecken muss, um einfach zu warten, bis die anderen zufrieden sind. Andere Glaubenssätze, die ich entwickelt habe, waren, dass ich keine Schwäche zeigen darf und dass ich auf mich selber aufpassen muss. Daraus entwickelt der Mensch aus diesen Glaubenssätzen, die man hat, eine gewisse Schutzstrategie, die man dann eigentlich sein ganzes Leben lang durchzieht, bis man irgendwann das realisiert im besten Fall oder halt auch nicht. Und es gibt sehr viele verschiedene Schutzstrategien. Also es gibt natürlich auch viele verschiedene Glaubenssätze. Meine habe ich euch gerade gesagt, aber es gibt auch so Glaubenssätze wie ich bin dumm, ich bin klein, ich kann nichts, ich bin unwichtig, man nervt oder auch so Sachen wie ich muss mich um dich kümmern, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Also wenn zum Beispiel man eine alleinerziehende Mutter beispielsweise hatte, die total überfordert war, dann könnte das Kind beispielsweise den Glaubenssatz haben, ich muss mich um dich kümmern zum Beispiel und lauter solche Sachen. Und daraus entwickeln sich verschiedene Schutzstrategien und es ist wirklich interessant. Eine Schutzstrategie ist zum Beispiel das Helfersyndrom, was manche entwickeln. Narzissmus ist eine Schutzstrategie. Realitätsverdrängung ist eine Schutzstrategie, die auch, glaube ich, ganz viele haben. Also Perfektionsstreben oder Schönheitswahn gibt es, Machtstreben ist eine Sache, Kontrollstreben, Angriff und Attacke, das sind oft diese sehr impulsiven Menschen, das sind dann die, die ständig in Schlägereien geraten beispielsweise oder Choleriker, die ständig in die Luft gehen oder so. Und ich habe eine ganz interessante Strategie entwickelt. Ich war mir meiner Strategie schon so ein bisschen bewusst, aber ich kannte den Ursprung nicht und ja, so ganz 100% habe ich sie auch nicht durchschaut. Das Interessante ist, dass meine Schutzstrategie wenn man jetzt die Vorgeschichte kennt, das ist auch logisch, ich habe ein sehr, sehr ausgeprägtes Harmoniestreben. Ja, also man könnte sich denken, okay, was baut die Psyche jetzt aus diesen Kindheitsprägungen? Nix Gescheites. Harmoniestreben also. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich unfähig bin, Konflikte auszutragen. Ich bin unfähig, einer anderen Person zu sagen, wenn mir was nicht passt. Also ich kann es bei meinem Mann und dann hört es eigentlich schon auf. Also ich kann es nicht mal bei meiner Mutter, ich kann es nicht bei meiner besten Freundin und ich kann es schon gleich dreimal nicht bei
Fremden. Also bei ganz Fremden, nee, eigentlich auch nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Handwerker kommt und es passt mir nicht, dann werde ich trotzdem sagen, Dankeschön, gute Arbeit. Ich bin unfähig. Ich wusste, dass ich unfähig bin. Ich versuche auch seit ungefähr einem halben Jahr oder Jahr daran zu arbeiten. Bisher erfolglos, aber da kannte ich auch den Ursprung noch nicht. Vielleicht tue ich mich jetzt ein bisschen leichter. Interessanterweise ist es aber auch so, dass ich neben Harmoniestreben noch so eine andere Strategie habe. Und zwar, wenn jetzt mir jemand was aufbrummt, was ich nicht will, dann bin ich ja per se unfähig zu kommunizieren, dass ich das eigentlich nicht will. Und was ich stattdessen tue, ist, dass ich eine kalte Wut entwickle, die ich in mir trage, wie so ein... Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Rachekern, weil ich räche mich jetzt nicht per se. Ich merke mir jetzt nicht Sachen jahrelang und dann, wenn der richtige Moment gekommen ist, dann stehe ich ihm das Messer in den Rücken. So jetzt auch nicht. Aber ich entwickle definitiv eine kalte Wut und ja, ich unterdrücke das und gelegentlich explodiert es dann mal. Also es ist schon jahrelang nicht mehr vorgekommen, dass ich dann explodiere. Weil das widerstrebt natürlich sehr meinem Harmoniestreben. Deswegen für mich gibt es nur Hop oder Top, Leben oder Tod so ungefähr. Ich hatte das in meinem Leben jetzt ein paar Mal, dass ich Konflikte mit Freunden hatte. Ich aber unfähig war, die auszusprechen oder durchzudiskutieren. Und so lange die kalte Wut in mir getragen habe, bis ich dann irgendwann explodiert bin und gesagt habe, okay, du bist für mich gestorben. Ja, und das habe ich, glaube ich, mindestens dreimal gemacht. Also auch bei dreimal, auch bei meinen besten, ja, mit besten Freunden, also wirklich beste Freunde jahrelang täglich gesehen, 1000 Stunden miteinander verbracht und so. Ja, also bin ich jetzt nicht stolz drauf. Ist auch das letzte Mal schon gute 7 Jahre her. Aber ich würde es jetzt zum heutigen Tag vermeiden können, denke ich. Aber damals konnte ich es nicht vermeiden. Ich habe dann wirklich einen Cut gemacht und gesagt, okay, tut mir leid, ich kann nicht mehr mit dir. Das Fiese an der Sache ist, dass sich das nicht anbahnt. Das heißt, die Leute sind aus heiterem Himmel gefallen. Ich habe einfach gesagt, also die wussten vielleicht, dass irgendwie so ein kleiner Konflikt entsteht, aber sie hatten halt keine Ahnung von der kalten Wut, die sich seit Wochen, Monaten, Jahren in mir angestaut hat. Und irgendwann bin ich gekommen, beziehungsweise ich habe das natürlich nie persönlich gesagt, kam dann quasi die Schlussmach-SMS und ich habe mit den Freunden Schluss gemacht. Ah, in Beziehungen habe ich das auch, mache ich das eigentlich auch, also jetzt bin ich verheiratet, aber Ex-Freunde, typische Sache für mich. Da habe ich es zwar immer noch persönlich gemacht, weil das zum guten Ton gehört, aber das war auch so aus heiterem Himmel. Unangemeldet vor der Tür stehen, in 2 Minuten Schluss machen, meine Sachen packen und du siehst mich nie wieder. Das ist so mein Ding gewesen. Oder ist es wahrscheinlich immer noch? Ja. Also das sind meine Schutzstrategien. Nichts anmerken lassen. Keine Konflikte. Und wenn es nicht mehr geht für mich, dann Ende. Naja, aber ich weiß ja jetzt, woran es liegt. Also es besteht Hoffnung zur Besserung, würde ich mal sagen. So, und dann gibt es natürlich noch die andere Seite der Kindheit, die positive und schöne Seite. Das ist das kleine Kind, in dir was spielen will, was diese ganzen Hobbys hat, die du als Kind hattest, was einfach zwanglos lachen kann und tanzen kann zu Musik und sich zum Affen machen kann. Und dem es egal ist, wie man aussieht und solche Sachen. Und das sollte natürlich viel mehr gefördert werden. So, und in dem ganzen Buch geht es natürlich jetzt erstmal um nichts anderes, ne? Also diese ganzen Schutzstrategien werden dann auch wirklich seitenlang beschrieben und dann gibt es auch immer Tipps, was man dagegen als erstes tun kann und wie man sozusagen aus der Nummer wieder rauskommt. Das erspare ich euch jetzt aber bei Harmoniestreben und so, weil das ja nicht auf jeden von euch zutrifft. Interessante Erkenntnis war für mich auch, dass es natürlich diese Glaubenssätze, die Welt um einen herum, beziehungsweise dieses Bild, was man von der Welt hat, total prägt. Also man sieht dann alles durch diese Brille. Wenn man zum Beispiel jetzt die Brille hat, ich bin unterlegen, ja, wenn man von seinen Eltern immer nur auf den Deckel gekriegt hat und wirklich keinen Auftritt hatte, dann hat man einfach diese Brille, ich bin unterlegen. Und dann siehst du alles in deinem Leben durch diese Brille. Du siehst es, wenn du mit deinem Chef redest. Du siehst es, wenn du mit deiner Friseurin redest. Du fühlst dich wahrscheinlich immer bevormundet. Also ich will mich jetzt hier nicht zu sehr, nicht zu viel sagen, weil ich bin ja keine Psychologin und ich will jetzt auch in niemandem irgendwas auslösen oder so. Aber wenn es so ist, dann sieht man halt alles durch diese Brille. Man ist immer in der Defensive und so. Und man vermutet halt auch immer direkt in dem anderen das Schlechteste. Und ich kenne ein paar solche Menschen,
die echt immer, immer, immer das Schlechteste sehen. Da gehst du hin und sagst, hey, da ist was Gutes passiert, und die drehen es um und sagen, das muss es nicht heißen, das ist bestimmt ganz anders und das heißt aber auch das und das, und immer die negativen Seiten sehen. Und ja, was ich auch ein total gutes Key-Learning fand, das war nur so ein Nebensatz, eigentlich hat gar keine große Rolle gespielt in dem Buch, aber das hat mir so eine dermaßen Erleuchtung gegeben. Und zwar geht es um Neid und Schadenfreude. Und Fakt ist, man kann nur neidisch sein oder Schadenfreude empfinden gegenüber Menschen, denen man sich unterlegen fühlt. Also wenn ihr das mal durchdenkt, zum Beispiel wenn du jetzt durch Instagram scrollst und du denkst, boah, geile Figur, Haare, Wohnung, was auch immer von irgendeiner Bloggerin. Und du bist echt so neidisch und denkst dir, pfa, also negativ auch. Dann kannst du dir sicher sein, dass du dich dieser Person unterlegen fühlst. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch aktiv daran arbeiten. Entweder dein, also vor allen Dingen, das sollte wahrscheinlich das Hauptziel sein, dein eigenes Selbstwertgefühl auf Vordermann zu bringen. Weil du dann sagen kannst, ich bin nicht sie, sie hat bestimmt ihr Päckchen zu tragen, ich bin ich, ich habe mein Päckchen zu tragen, wir haben unterschiedliche Leben, ich würde nicht tauschen wollen. Und dann verwandelt sich der Neid nämlich auch ins Nichts. Verwandelt sich ins Nichts, löst sich auf, verpufft. Ich weiß nicht, wie der Spruch heißt. Und vor allen Dingen auch mit Schadenfreude. Das heißt, wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr schadenfroh seid, was ja völlig menschlich ist und auch oft passiert, dann ist es ein ganz interessanter Gedanke zu wissen, man ist nur schadenfroh, weil man sich dieser Person unterlegen fühlt. Aus welchem Grund auch immer. Und dann kann man sich selbst ein bisschen reflektieren. Also das war sehr gutes Learning. Okay, gut. Dann geht es im Buch weiter natürlich um die positiven Seiten. Und dann geht es darum, Strategien zu entwickeln, wie man aus dieser ganzen Sache rauskommt. Dann erarbeitet man sein Sonnenkind. Das malt man dann auch. Und dann führt sie einen Schritt für Schritt wirklich dadurch. Und am Ende hat man wirklich eine Strategie, um, wenn man in eine Situation kommt, wo diese Glaubenssätze wieder vorstecken, zum Beispiel in meinem Fall wäre das jetzt so, irgendjemand, ein Freund, Freundin, Bekannter, was auch immer, sagt zu mir was, was mir nicht passt, dass ich eine Strategie habe, wie ich damit umgehe, um nicht in alte Muster zu fallen. So kann man das, glaube ich, sagen. Und das finde ich wirklich sehr gut und vor allen Dingen auch sehr hilfreich. Ich hatte jetzt im Moment noch nicht so viel Gelegenheit, das auch anzuwenden, weil aufgrund von Corona ja einfach privat so gar nichts passiert. Und in der Arbeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt eigentlich das Problem nicht so. Also im ganz Mikrokleinen habe ich es vielleicht jetzt schon mal gemacht und es hat gut funktioniert, aber vor so einer richtigen, ernsthaften Herausforderung stand ich jetzt noch nicht. Ich habe das Buch aber auch erst gestern ausgelesen und habe das auch erst vor einer Woche gelesen, den Schlussteil. Also da ist noch Potenzial. Aber das Buch hat mir noch in einer anderen Sache sehr geholfen, was ich gar nicht gedacht hätte. Am Schluss geht sie nämlich auch noch so auf Sachen ein, die ein bisschen weiter gehen als nur dieses Zwischenmenschliche, sondern diese Glaubenssätze können auch Sachen in einem negativ beeinflussen, wo jetzt andere keine Rolle spielen. Zum Beispiel geht sie auch ein auf das Burnout-Syndrom und so, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen weiter, weil betrifft mich jetzt nicht, aber auf eine Sache geht sie auch ein, und zwar Schieberitis, also dieses Prokrastination, dass man alles aufschiebt, betrifft mich jetzt auch nicht so sehr. Und das Dritte, worauf sie noch sehr eingeht, ist Trägheit, und das ist was, das betrifft mich voll. Ich habe solche Probleme, am Nachmittag von der Couch wieder hochzukommen, das ist richtig krass. Und sie beschreibt eben, dass Trägheit weiter begünstigt und Produktivität weiter begünstigt. Das heißt, dieser Gedanke, sich mal auf der Couch eine Stunde auszuruhen, um danach produktiver durchzustarten, ist eine Illusion, wenn ich so sagen darf. Sobald man sich hinsetzt, hinlegt, Fernseher anmacht, was auch immer, Handy in die Hand nimmt und surft, ist es sehr, sehr viel schwieriger, die Trägheit wieder zu überwinden. Da werden jetzt einige von euch sagen, ist logisch, aber ist auch irgendwo logisch, aber ich hatte es halt noch nicht so punktgenau formuliert im Kopf, wie sie es dann halt. Sie hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und genau meine Situation auch so ein bisschen beschrieben. Und sie hat natürlich auch Hilfe gegeben, wie man da wieder rauskommt. Und das ist, also das hat wirklich richtig geklickt in meinem Hirn.
Ich glaube, für einige ist es nicht so, aber für mich, weil ich nämlich das schon selbst erlebt habe. Ihre Lösung dafür ist, sich den Tag durchzustrukturieren und durchzuplanen, nicht nur den Tag, vielleicht auch schon die ganze Woche, und sich dadurch selbst die Entscheidung abzunehmen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Weil wenn man jetzt sagt, oh, ich habe so viele Sachen zu tun, was mache ich jetzt und so, landet man am Ende doch wieder auf der Couch. Weil man muss sich erstmal entscheiden, was man tut, und dann muss man sich noch dafür entscheiden, dass man es tut. Und dann muss man sich wahrscheinlich noch am Ende entscheiden, wie man es tut. Und es sind so viele Entscheidungen, dass man einfach am Ende gar nichts macht. Und ich kann nur zu 100% bestätigen, dass es hilft, weil meine produktivste Phase in meinem Leben hatte ich in meinem Studium. Und da hatte ich jedes Jahr, das habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, diese Chefkalender. Und diese Chefkalender haben nämlich immer so eine Auflistung der Stunden. Und was ich immer gemacht habe, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel habe, mir die Zeiten abzustecken und dann reinzuschreiben, was ich da mache. Und jetzt ist der Trick dabei, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ätzend, genauso ätzend, wie es einfach ohne Kalender zu machen. Der Trick dabei ist, keine Zeit unverplant zu lassen, und zweitens, also das kommt jetzt auch von mir und nicht nur von ihr, auch die positiven Dinge mit einzuplanen. Das heißt, klar, eine Stunde Slot, Wohnung putzen, was auch immer, dann eine Stunde Slot, dieses eine Buch lesen, was ich schon die ganze Zeit lesen wollte, oder endlich mal wieder malen, oder endlich mal den Film schauen an dem Abend, den ihr schon immer schauen wolltet, oder in die Stadt gehen, Eis essen oder was auch immer. Irgendwas, worauf ihr richtig Bock habt, aber wo ihr euch nie die Zeit nehmt, weil ihr euch denkt, na, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss erst meine ganzen To-Dos erledigen, bevor ich mir das selbst erlauben kann. Das heißt, ihr plant aktiv diese ganzen Sachen mit ein, die ihr eigentlich so gern machen würdet, aber die ihr halt nicht machen könnt, weil ihr so viel zu tun habt. Und das habe ich damals nicht ganz so gemacht. Ich habe damals nur die To-Dos eingeplant, aber damals war ich in so einem guten Momentum, dass ich das gar nicht gebraucht habe. Jetzt werde ich es mal tun und ich hoffe, also ich weiß, es wird funktionieren, ich muss es nur durchziehen. Und ich habe diesen Chefkalender ja sowieso zu Hause und so, ich habe mir den jetzt nicht extra gekauft. Eigentlich mache ich da nicht Tagebuch mehr, also früher habe ich, als Kind habe ich diese Chefkalender als Tagebuch benutzt. Jetzt im Moment benutze ich die als Braindump, also nicht als Braindump, sondern für Free Writing eigentlich. Das heißt, dass ich jeden Tag morgens immer so ein bisschen die Gedanken in meinem Kopf aufschreibe und dann so ein bisschen Manifestation betreibe. Das ist aber eingeschlafen, das mache ich im Moment nicht mehr, deswegen habe ich eigentlich den Platz, beziehungsweise ich hätte auch so die halbe Seite noch Platz, das zu tun. Ja, so, jetzt habe ich sehr viel geredet über dieses Trägheitsding, aber das ist was, da freue ich mich auch richtig drauf. Da freue ich mich richtig drauf, mein Wochenende komplett durchzuplanen und dann gar nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, wann ich was mache oder was ich überhaupt mache, weil ich mich auf mich selbst verlassen kann und weiß, in dem Kalender, da ist alles drin, da sind alle meine To-Dos eingeplant, da sind alle die geilen Sachen eingeplant, die ich unbedingt machen möchte. Und ich schaue einfach nur rein, was als nächstes für 15 Uhr auf der Uhr steht, und wenn es was Geiles ist, dann freue ich mich, und wenn es Putzen ist, dann mache ich es halt schnell und dann weiß ich, das nächste ist wieder was Geiles, wie zum Beispiel Stunde in der Sonne liegen oder was auch immer. Mag möglicherweise nicht für jedermann was sein, aber für mich funktioniert es so 1000%, weil ich halt erstens Stift und Papier gehen, wisst ihr, Bullet Journal und so. Zweitens, ich liebe Listen, ich liebe Abhaken. Drittens, ich liebe Planen, geplant sein, wissen, was passiert und so. Also das ist einfach zu 100% mein Ding. Und obwohl es überhaupt nicht der Kern dieses Videos sowieso nicht und Kern dieses Buches auch war, ist es, glaube ich, die größte Lektion, die ich daraus gelernt habe. Naja, nicht ganz. Die größte Lektion, die ich gelernt habe für meine Zukunft. Auch nicht ganz. Aber schon so ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel über meine Vergangenheit gelernt, über meine in der Vergangenheit passierten Fehler gegenüber anderen Menschen. Ich habe sehr viel gelernt über meine Psyche, vor allen Dingen auch über meine Kindheit. Ich habe immer gedacht, oh, sich mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen, ich werde Stunden weinen oder was auch immer. Nix war. Ich habe mich mal 5 Minuten ein bisschen mal gefühlt. Und dann habe ich es beiseite gelegt, habe was anderes gemacht. Am nächsten Tag habe ich weitergemacht und es war aber okay. Ich meine, natürlich, wenn euch in der Kindheit wirklich was Schlimmes passiert ist und eure Eltern irgendwie nicht gut zu euch waren, dann kann schon sein, dass es ein bisschen schwieriger wird. Aber ich kann sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil ihr werdet danach glücklicher sein. Nicht nur,
weil ihr es einmal durchgearbeitet habt, sondern auch, weil ihr es beim Namen nennen könnt. Ihr wisst dann ganz genau, was das für eine Angst ist, was das für ein Glaubenssatz ist und warum es so ist. Und dann könnt ihr wirklich ganz gezielt darauf eingehen und sagen, hey, überwinde ich jetzt. Ist jetzt nicht mehr die Zeit für, habe ich durch. Puh. So, das war eine etwas ungewöhnliche Buchreview, weil ich das jetzt sehr auf mich bezogen habe. Ich bin sehr gespannt, die von euch, die das Buch gelesen haben. Wenn euch das nicht zu persönlich ist, würde mich sehr interessieren, wie schwer es euch gefallen ist, euer Schattenkind zu zeichnen, ob ihr klargekommen seid oder ob es ein bisschen schwieriger war. Und was eure Glaubenssätze waren, eure negativen und ob ihr schon angefangen habt, daran zu arbeiten. Das würde mich sehr interessieren. Oder ob ihr, sagen wir mal, so seht ihr eine Hoffnung, dass es besser wird oder sagt ihr, nee, irgendwie hilft mir das auch nicht weiter oder so. Also das würde mich echt interessieren. So, und bevor wir Schluss machen, müssen wir noch über das neue Buch für den neuen Monat sprechen. Also das Buch, was wir bis Ende Juli lesen bzw. hören werden. Das Thema ist überall in den Medien. Rassismus. Rassismus gegenüber Schwarzen, Black Lives Matter. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihr euch schon informiert habt. Mich hat das Ganze schon sehr berührt und ich dachte eigentlich auch, wie wahrscheinlich die meisten weißen Deutschen, dass sie schon ziemlich viel wissen und dass in den USA das alles viel krasser ist und dass es hier ja schon mal einer irgendwie blöde Kommentare abgibt, aber dass es so im Großen und Ganzen schon in Ordnung ist für Dunkelhäutige in Deutschland. Immerhin besser als in den USA und so. Und dann war ich aber doch ganz neugierig und dann habe ich jetzt schon heimlicherweise parallel zu dem Buch, was wir gelesen haben, ein Hörbuch gehört. Ich habe jetzt eigentlich nur noch, ich glaube, 30 Minuten oder so. Und zwar von Alice Hastas, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin schon geschockt gewesen, also ich war echt, muss mir da auch an die eigene Nase fassen, ich bin wahrscheinlich da schon auch ignorant gewesen in dem Sinne, dass ich überhaupt nicht geglaubt hätte, vor welchen Herausforderungen ein Schwarzer tatsächlich in Deutschland steht. Also sie ist in Deutschland geboren, aufgewachsen und so weiter und so fort. Und dieser Alltagsrassismus, der war mir echt nicht so bewusst. Also momentan entwickelt sich ja so ein ganz starker Rassismus, vor allen Dingen gegen die arabische Richtung und so. Das ist natürlich alles jetzt gewachsen, immer mehr und mehr wegen diesen ganzen Anschlägen und dem IS und so und dann der Flüchtlingswelle. Rassismus gegen Schwarze war für mich dann irgendwie so, hat für mich irgendwie nur eine Nebenrolle gespielt, aber jetzt ist mir bewusst geworden, dass es definitiv keine Nebenrolle ist und schon gar nicht für die Leute, die dunkelhäutig sind und für die es immer die Hauptrolle ist und immer der Alltag und die nie irgendwie mal ablegen können. Aber das Buch wollte ich jetzt nicht mit euch lesen, weil das habe ich ja schon gelesen. Ich kann es euch trotzdem nur empfehlen. Ich möchte mit euch ein anderes Buch über Rassismus lesen und es heißt Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen. Das erste Buch hier von der Alice, das ist wirklich mehr so ein Aufzeigen der Tatsachen. Von dem zweiten Buch, was ich jetzt vorschlage, verspreche ich mir, dass es auch lösungsorientierter ist. Weil das erste Buch, ich meine, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es eher so ein Augenöffner ist. Und beim zweiten, das heißt ja schon Exit Racism, vielleicht auch mit einem Ansporn. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall Exit Racism mit euch lesen nächsten Monat. Aber wenn ihr natürlich mit dem anderen Buch anfangen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Es gibt beide Bücher auch bei BookBeat als Hörbuch. Ihr könnt aber auch beide natürlich im Print kaufen. Ich verlinke sie euch unten. Ich finde es sehr wichtig. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn viele von euch mitlesen, weil ich habe mich selbst für eine sehr aufgeklärte Frau gehalten. Vor allen Dingen, weil ich auch oft in Namibia war und auch dort den Rassismus gegenüber Schwarzen hautnah miterlebt habe. Und es wirklich richtig krass ist dort, richtig krass. Und ich dachte eigentlich, dass ich Ahnung habe, aber ich hatte sie nicht und ich habe sie auch wahrscheinlich jetzt noch nicht. Deswegen möchte ich mich natürlich auch mit der Bewegung solidarisieren und meinen Buchclub auch dazu nutzen, mich weiterzubilden und euch auch einen Ansporn zu geben, um euch weiterzubilden. Und deswegen möchte ich mit euch dieses Buch lesen. So,
Also, sehen wir uns Ende Juli spätestens wieder. Also ich hoffe natürlich, dass ihr auch meine anderen Videos schaut, aber da sehen wir uns zum Buchclub wieder mit Exit Racism. Und ich denke, dass ich da vielleicht auch auf das erste Buch ein bisschen mit drauf eingehen werde, weil es ja dieselbe Thematik ist. Vielen Dank fürs Zugucken soweit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und wenn ihr mich abonniert. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und habt keine Angst vor dem, das Kind in dem muss Heimat finden. Das schafft ihr schon. Bis dann. Adios. Muah.